I got this, I'm in it. I'm hella filthy, so I got this, I'm winning. I'm not a quitter, so I'm not fucking quitting. Just try to stop me and you'll drop dead missing. Wir sind jetzt hier am Stand von Red Wolf auf der IWA 2018 und was wir hier haben, ist eine sehr, sehr interessante Geschichte. Vor 2 Jahren haben sie eine Browning M2, eine demilitarisierte, einfach mal in den Shop reingestellt, um irgendwas Cooles drin zu stehen zu haben. Ist auch eine Ansage, wenn sie sagen, ihr eigenes Zeug ist nicht cool genug, dass sie die M2 reinstellen. Und jetzt haben sie aber eine funktionierende M2, also eine Airsoft M2, die wirklich funktioniert. Das Interessante ist hierbei, dass wir eben eine 3D-gedruckte V2-Gearbox drin haben. Man kann hier im Aftermarket-Bereich eben alles nachrüsten, was man möchte, ob man jetzt ein Polarstern-Unit, eine Wolverine-Unit oder ähnliches reinbauen möchte. Man hat auch genug Platz, Batterien oder Tanks mit unterzubringen. Die Waffe funktioniert wie die echte eben auch über den Schmetterlingsabzug. Wir haben einen bewegbaren Ladehebel, den man einstellen kann. Wir haben das einstellbare Visier oben. Wir haben einen wechselbaren Lauf. Nicht im Lieferumfang enthalten sind eben die Lafette und die Munitionszuführung. Bei der Lafette hat sich Red Wolf gedacht, ja, bauen wir halt keine eigene, wir übernehmen einfach die auf dem Markt befindlichen echten. Also haben wir hier eine richtig massive Originallafette von der echten M2. Und das macht das ganze Ding im Bundle sehr teuer. Also die Waffe selber kostet ungefähr $2,500, die Lafette nochmal $2,300. Und der, ich glaube, 30 Schuss Patronengurt Kaliber 50 kostet auch nochmal $35. So haben wir einen Gesamtpreis von fast $6,000 für die komplette Geschichte hier. Was es wirklich, wirklich teuer macht, aber das ist auch eher was sich im Team kauft, um es aufs Auto zu schrauben, nicht um mal damit alleine auf Platz rumzurennen. Insgesamt eine sehr, sehr schöne Geschichte. Bin mal gespannt, ob wir die irgendwie auch nach Deutschland kriegen. Und einzige, was ich ein bisschen nicht nachvollziehen kann, ist die 3D-gedrückte Shell. Das hätte man vielleicht auch anders lösen können, aber ist jetzt so, wie es ist. Und wenn man es eh auf HPA umbauen möchte, ist eigentlich die Shell auch relativ egal. Das nächste Produkt, was wir jetzt eben bei Red Wolf hier mal ein bisschen vorstellen würden, beleuchten wir uns eben die BAPure OTS 03 SVU. SVU haben wir schon mal die von APS vorgestellt, also die IG-Variante. Und ich muss als erstes sagen, was mir hier wirklich auffällt, ist die Gewichtsverteilung. Ist hier wesentlich näher an der originalen. Also einfach das Ding fühlt sich leichter und führiger an. Die AEG war ein ganz schöner Klopper. Natürlich AEG ist halt für Spieler ein bisschen interessanter als die GBB-Variante, die wir hier haben. Und natürlich in der AEG muss halt auch irgendwo eine Gearbox rein. Bei der GBB haben wir hier eben ziemlich Originalmaße und können die halt eben racken wie die echte. Haben einen ziemlich schönen, also schönen präzisen Abzug, wenn man das mal sieht. Also wir haben hier so einen Punkt, hören wir ein leichtes Klicken von der Feder und wenn wir dann noch weiter drücken, löst der Schuss. Gefällt mir ebenfalls sehr gut. Wir haben faltbare Visiere vorne und hinten. Und auf der anderen Seite haben wir hier eine Originalmontage für russische Visiere. Also wenn wir zum Beispiel einen PSO-1 oder ähnliches anbringen möchten. Wir haben ebenfalls hier vorne einen Kompensator mit leichter Schalldämpferwirkung angebracht, wie bei der echten. Wir haben voll funktionsfähige GBB-Magazine, die man auch für Training-Zwecke eben hier den Schalter umlegen kann, um eben Dry-Fire betreiben zu können. Für eine GBB ist hier relativ interessant, dass wir hier das Hop-Up wie bei einer AEG einstellen, was ich ziemlich cool finde. Also wir haben hier einfach ein Verstellrad an der Hop-Up-Kammer mit dran. Generell eigentlich ein sehr durchdachtes und innovatives System. Der Handschutz muss eben auch keine Batterie auflegen, deswegen ist der auch sehr klein und sehr führig. Gefällt mir ebenfalls sehr gut. Insgesamt eine sehr, sehr schöne Geschichte, muss ich sagen. Mal sehen, ob die den Weg nach Deutschland findet. Rein technisch kein Problem, weil das Ding kann eh bloß Semi-Automatik schießen. Wir haben eben hier bei Red Wolf eben noch eine schöne, angepasste Version der GHK 553. Angepasst dadurch, dass irgendjemand hier am Booth den Schaft abgebrochen hat. Vielleicht mit ein bisschen Glück findet man im Internet, wer das war. Vielleicht war das ja jemand Bekanntes, aber dazu wollen wir uns jetzt hier nicht weiter äußern. Man muss halt grundsätzlich sagen, die ganzen Moldings, also die ganzen Plastikteile sind hier eben noch in der Prototypenversion. Genauso hier auch der Charging Handle ist hier etwas schwergängig, weil auch hier schon ein bisschen die Leute rumgerissen haben. Also wir haben hier einen Prototypen, der hier auf der Messe schon ordentlich vergewaltigt wurde. Interessant ist aber, dass wir hier alle Features haben von der echten. Also wir haben hier auch den wegklappbaren Abzugsbügel, um eben besser mit Handschuhen agieren zu können. Wir haben hier das aus- und einklappbare Korn, die aus- und einklappbare Kimme. Wir haben einen beidseitigen Feuerwallhebel, wir haben den Ballcatch auf der Seite, den Ladehebel auf der anderen Seite. Wir haben einen beidseitig bedienbaren Magazinlösehebel. Im Lieferumfang sind 2 Magazine enthalten. Die Magazine wurden vom letzten
System her nochmal deutlich überarbeitet, sind deswegen ordentlich leichter bei selber Gaseffizienz. Und man muss sagen, wenn man das Ding hier mal ausprobiert, geht jetzt gerade bei diesen Prototypen nicht mehr. Der hat einen sehr interessanten Burst, der eben relativ langsam schießt. Also wir haben hier keinen so High-Power-Burst, wo wir auf 1400 Runden die Minute kommen, sondern der feuert eher so tak, 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 statt brrt, brrt. Und ja, grundsätzlich eine sehr schöne Geschichte. Der Schaft und der Pistolengriff werden eben nochmal überarbeitet für die fertige Version. Aber so muss man sagen, gefällt mir schon sehr gut. Hoffe ich ebenfalls, dass wir das nach Deutschland kriegen.